Morgen, wie geht es euch? Meine Kamera draußen übernachtet. Oh, da habe ich echt Glück gehabt. Ich meine, die ist wasserdicht und alles, aber trotzdem. Ich habe sie eben gesucht, dachte, wo ist denn meine Kamera? Der Morgen hat gerade angefangen. Ich trinke gerade meinen Kaffee und ich muss heute arbeiten. Heute erst um 8, liebe Leute, konnte ich ausschlafen. Mein Mann fährt gerade unseren Sohn zur Schule. Und ich trinke gerade meinen Kaffee, mache so ein bisschen Büroarbeit, mache so ein bisschen noch Steuerkram, was sich hoffentlich bald ändern wird, weil momentan mache ich ja zweimal meine Steuer. Und viele von euch haben gefragt, wie mir mein neuer Job dann auf Dauer gefällt. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, das Video habe ich euch mal hier oben verlinkt, falls ihr das noch anschauen mögt. Ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Ich hätte jetzt ehrlich, habe ich euch schon mal erzählt, nicht gedacht, dass ich nach so langer Zeit des Zuhausearbeitens, ich hätte nicht gedacht, dass ich da so gut reinkomme. Ich war so ein bisschen von mir selber überrascht. Und es bringt mir richtig Spaß, aber es ist auch richtig hart und anstrengend sozusagen. Also das ist schon kein Job, den man eben mal so nebenbei macht. Ich manage ja die Küche in einem Café und ich muss sagen, es ist schon relativ anspruchsvoll. Die Tätigkeit ist sehr anstrengend, auch körperlich sehr anstrengend, aber mir gefällt es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und mir gefällt auch, dass man immer was zu tun hat. Es ist unheimlich, zum Teil unheimlich stressig, weil man muss zum Teil sehr viel unter Zeitdruck arbeiten und so. Ich kannte das ja vorher noch nicht, das erste Mal, dass ich so professionell in einer Küche arbeite. Vorher habe ich nur in meiner Küche gearbeitet, das ist auch professionell, aber ihr wisst, was ich meine, das ist ein ganz anderer Ablauf und hier und da. Und ein ganz anderes Timing oder auch generell Personalführung und dann ist alles auf einer fremden Sprache. Und ich spreche mittlerweile sehr gut Englisch, aber es ist ja vorher nicht so gewesen, dass ich das jeden Tag gemacht hätte irgendwie in Deutschland. In Deutschland habe ich hin und wieder mal Englisch gesprochen, wenn Freunde zu Besuch waren, aber jetzt nicht beruflich und nicht in der Führungsposition. Ich muss aber sagen, mir gefällt es sehr, sehr gut, aber ich habe natürlich unheimlich wenig Zeit, das merke ich auch. Aber ich finde, in meiner Position klappt das ganz gut. Ich teile mir die Sachen auch super mit meinem Mann auf, deswegen klappt es für mich auch super, dass ich halt von 4.30 Uhr bis 12.30 Uhr arbeite oder eben von 5 bis 1 oder irgendwie von 6 bis 2. Für mich ist dieser Bereich also auch neu, aber gefällt mir richtig gut und ich bin auch irgendwie dankbar für diese Erfahrung. Finde ich total klasse. Ob ich das mein Leben lang weitermachen werde, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie unsere Umstände sind. Vielleicht muss ich auch bald zurück nach Deutschland und dann kann ich den Job natürlich nicht weitermachen, wovon ich jetzt aber nicht ausgehe. Und jetzt starte ich erstmal in den Tag, trinke meinen Kaffee und wir sehen uns später. So, ich bin gerade wieder von der Arbeit gekommen und wie so oft bin ich gerade in Pflanzlaune. Ich habe mir nämlich vorhin richtig schöne Saaten gekauft, ganz viele. Und somit kann ich alles ein bisschen aufstocken. Es ist super heiß, es sind irgendwie 26 Grad und im Auto war es vorhin richtig warm. Wie gesagt, ich habe Saaten gekauft, ich habe Melonensaaten gekauft, Tomate, Salate, Tomate und jede Menge Basilikum. Verschiedene Basilikumarten so in einem Päckchen gekauft. Six Basil Blend fand ich ganz schön. Da gibt es auch asiatische Sorten und finde ich eine ganz schöne bunte Mischung. Warum immer den einen anbauen? Und den habe ich mir jetzt geholt. Bin mal gespannt, wie der schmeckt. Ich freue mich schon jetzt auf mein Pesto. Ich gehe mal meine Gießkanne holen. So, jetzt habe ich den gerade gegossen, den Basilikum, mit meiner super Gießkanne. Und jetzt wollen wir mal weitermachen. Ich war die letzten Tage super viel arbeiten, aber auch super viel reiten, weil der Vorteil ist, wenn man um 5 Uhr anfängt oder manchmal auch um 4.30 Uhr, man hat unheimlich früh Schluss. Und danach bin ich ganz oft zu Elli gefahren, weil dieses Frühlingswetter, diese 15 Grad und Sonne ist halt so schön zum Ausreiten. Und ich weiß, diese Zeit wird nicht lange anhalten. Es wird hier relativ früh im Mai auch schon sehr heiß zum Teil. Und ich bin froh, dass die Reitwege überwiegend im Schatten liegen, aber trotzdem will ich die Zeit noch ausnutzen, dass man so auch ein bisschen schneller reiten kann und so ein bisschen mehr nicht so in der Hitze ist. Und heute habe ich auch ein paar Überstunden gemacht und heute lohnt es sich nicht mehr loszufahren. Nun nutze ich die Zeit, um zu pflanzen und um mir später was zu essen zu machen. Ich habe super Hunger. Oh, ich liebe den Geruch. Ich liebe den Geruch von Erde. So schön. Nämlich so erfrischend, obwohl es einen sehr dreckig macht. Aber nach der Arbeit ist es total erfrischend, irgendwas
mit der Hand zu tun. Ich mache sonst nichts mit der Hand bei der Arbeit. Nee, gar nicht. Ich habe auch irgendwie festgestellt, ich glaube, ich bin eher so der praktische Arbeitsmensch. Obwohl ich auch sehr gut am Computer arbeiten kann und auch super viel gerne mit Technik mache, finde ich ja schon auch spannend, so Fotografie und so Schneidetechniken, Videos, finde ich schon total interessant. Arbeite am allerliebsten so mit den Händen und auch mit Menschen. Obwohl ich zu viele Menschen anstrengend finde. Es müssen die richtigen Menschen sein und die kann man sich natürlich nicht immer aussuchen. Das Kitchen Management macht mir auch richtig Spaß. Da habe ich unheimlich viele verschiedene Aufgaben, finde ich total toll. Und jetzt schön in der Erde wühlen, finde ich richtig klasse. Das ist echt total super. Ja, und es riecht hier so toll nach Erde. Ich liebe das. Jetzt pflanze ich Rucola, bevor es zu warm wird. Ich ernte den immer extremst früh ab, weil der ja auch so früh blüht. Und wenn es so warm ist, das mag der Rucola gar nicht. Es gibt verschiedene Sorten, aber jedenfalls ernte ich den immer relativ früh ab das ganze Jahr, weil ich ihn so klein und so fein am liebsten mag und deswegen kann ich den hier das ganze Jahr pflanzen. So lange darf man damit nicht warten hier, weil es ist nachher zu heiß, aber ich liebe Rucola. Zeitumstellung. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, aber gemerkt habe ich es nicht richtig. Mir ist die Zeitumstellung auch richtig egal. Ich konnte heute eh ausschlafen. Aber ich habe irgendwann gedacht, komisch, warum gehen alle Uhren falsch, außer mein Handy. Ach, die Zeitumstellung, nee, kann ja nicht sein. Gibt es ja irgendwie hier nicht. Da habe ich gemerkt, gibt es hier doch. Einige Dinge nimmt man halt auch mit von zu Hause, die man nicht so cool findet. Bei euch ist die Zeitumstellung ein bisschen weiter weg noch. Ich gehe jetzt ein bisschen reiten, weil die Sonne scheint richtig doll. Deswegen muss ich es ausnutzen. Wir sind jetzt schon ganz schön weit gekommen. Wir sind jetzt die ganze Zeit getöltet. Da kann ich irgendwie brauche ich da beide Hände. Deswegen die Wege hier sind auch ziemlich anspruchsvoll. Und wir sind jetzt gerade hier praktisch hochgeritten. Und in den nächsten Tagen wird es ja explodieren, weil bald soll richtig gutes Wetter kommen. Also in den nächsten 5 Tagen ist über 20 Grad bis zu 24 Grad angesagt und dann wird der Wald explodieren, denke ich mal. Und wir sind hier ganz gut unterwegs und hier sind ganz viele Baumwurzeln und der Weg ist ganz uneben. Hier gehe ich meistens viel Schritt, aber zwischendurch wird schön getöltet und ich muss sagen, es ist so, so schön. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg zurück, es sind aber noch ein paar Kilometer bis zum Stall. Und ja, weil die Wege sind hier echt lang. Hier kann man wirklich sehr lange im Park reiten. Das ist richtig, richtig toll. Wir befinden uns schon auf dem Rückweg und sieht man hier so, überall sind so kleine Tümpel und kleine Bächlein. Und ja, wir brauchen jetzt noch 1 Stunde zurück zum Stall. Man ist hier relativ weit ab vom Schuss. Muss man mögen, aber ich genieße das und Ellie auch. Ellie ist ja so eine ganz coole Nudel. Na Ellie, hier sind wir. Ich könnte mich jeden Tag über so einen Bach freuen. Ich weiß nicht, wie geht's euch da? Ich finde das so, so toll. Ich komme wieder, muss ich hier durch den Creek reiten, weil hier ist das, die Brücken, man darf nicht darüber reiten. Die sind, glaube ich, nicht so stabil gebaut, aber richtig schön. Und ja, der Bach führt heute nicht so viel Wasser. Es ist richtig glatt da drin. Ne? Ich lasse Ellie da immer rüber laufen, wie sie will. Will sie was trinken? Nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Süße Maus. Ja, so, ich würde mal wieder beide Hände an die Zügel nehmen und ich melde mich, wenn ich wieder da bin oder eben später. Ach, herrlich, so schön hier. You're like a river in the dark. You steer me right, you lit the spark. So ihr Lieben, es ist relativ früh, ich muss jetzt zur Arbeit. Ganz unglamourös gibt es hier so einen Sauerteig-Toast. Darauf habe ich Paprika-Hummus, den habe ich selber gemacht, der ist richtig lecker. Und darauf habe ich noch jede Menge Salat. Ach nee, da ist noch eine halbe Avocado drauf und das esse ich gleich. Und jetzt werde ich mir erstmal einen Kaffee machen. Alles ist für die Arbeit vorbereitet und ja, jetzt trinke ich aber erstmal noch einen Kaffee. Es hat die ganze Nacht geregnet und somit sind die Trails geschlossen und sind super matschig und deswegen schließt der Park dann die Trails. Finde ich super nervig. Egal, ich reite jetzt im Dressurviereck oder in unserer Arena, wie man hier sagt, und werde sie schön bewegen. Freue ich mich auch drauf, Wetter ist gut. Und ich muss sagen, als Deutsche habe ich überhaupt keine Bedenken, auf rutschigen Boden mit meinem Pferd zu reiten. Das sehen die Leute hier so ein bisschen anders. Hier ist man so ein bisschen vorsichtiger. Aber sicher ist sicher, heute bleibe ich hier und werde erstmal jetzt mein Pferd enthaaren. All I want is to get some shut-eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do. My mind occupied so that I can focus on anything but you. 'Cause all I want is to get some shut eye, but the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is. But it's been
den nächsten Morgen. Es ist ungefähr um 8 Uhr herum. Es ist draußen super kalt. Wir hatten Nachtfrost. Die Geschirrspüle läuft bereits schon. Und ich habe jetzt schon einen Kaffee getrunken. Und ich werde heute ein paar Leckereien für die Kinder machen. Wie ihr wisst, sind Marshmallows ja hier immer der Renner. Ich weiß nicht warum. Ich bin kein Fan von Marshmallows. Aber heute möchte ich so ein paar Bars machen, wo ich dann Marshmallows benutzen werde. Und ich werde heute Marshmallow Bars machen mit so einem Zimt-Cereal. Das ist richtig lecker. Das habe ich bei Costco gekauft und ist richtig lecker, gerade mit Hafermilch oder so. Hier habe ich jetzt schon Marshmallows vorbereitet. Das werdet ihr bei mir nicht oft sehen, aber die Kinder lieben es. Und mir ist es lieber, ich mache das selber, als wenn sie sich diese fertigen Marshmallow Bars irgendwo kaufen. Ja Leute, wenn man Teenager hat, muss man Kompromisse eingehen. Ich persönlich esse keine Marshmallows. Ich mag die auch überhaupt nicht. Und ich habe auch die guten Marshmallows gekauft, wenn es das überhaupt gibt. Ja, es gibt es tatsächlich. Es gibt Marshmallows, die haben noch andere Inhaltsstoffe. Wollt ihr gar nicht wissen. So, jetzt habe ich das im Ofen so ein bisschen angeschmolzen. Und muss mal aufpassen, dass es nachher nicht überkocht sozusagen. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob das mein Ding ist. Riecht so ein bisschen nach Kirmes. Oder nach Rummel oder nach Dom. Oder wo man auch immer lebt, was man da auch immer sagt. So. Ich habe die Marshmallows jetzt geschmolzen und mit diesen Zimt-Cereals gemischt. Und jetzt kommt das Ganze für 20 Minuten, eine halbe Stunde in den Gefrierschrank, ins Gefrierfach, wenn da Platz ist. So sehen die Bars jetzt aus. Ich will jetzt noch ein bisschen Kakaopulver drüber machen. Ich hätte jetzt am liebsten so eine Art, hier so eine Art Schokocreme rüber gesprinkelt. Haben wir aber nicht mehr. Das Glas ist nämlich leer. Wem wundert's? Und ich werde jetzt das ein bisschen Kakaopulver rüber machen, weil ich glaube, es sieht so ganz gut aus. Auf jeden Fall ist bestimmt richtig lecker. So. Ich habe jetzt einfach so ein Bio-Kakaopulver genommen. Nichts Besonderes. Einfach so rüber gestreut. Und sieht lecker aus. Jetzt schneide ich die Bars zu. Man kann die auch super vorbereiten und einfach so ungeschnitten erstmal im Gefrierschrank lassen, bis sie dann zum Einsatz kommen. Das finde ich auch ganz toll. Dann hat man immer was so zum Rauszaubern, wenn es mal drauf ankommt. Man kann auch mehrere Bleche davon vorbereiten und für einen Kindergeburtstag einsetzen. Man kann da nicht nur Kakao drüber streuen, sondern auch bunte Streusel oder alles, was ihr wollt. Oh, die Spülmaschine ist so laut. Auf jeden Fall lässt sich das easy peasy zubereiten. Man kann es auch am Abend machen, über Nacht in den Gefrierschrank und dann einfach rausholen. Und du kannst das mit aller Art von Cereals machen. Schmeckt total lecker, ist natürlich eine extreme Süßigkeit, aber muss ja auch mal sein. Ich werde jetzt die Dinger auch mal probieren. Ich hatte die noch nie, bei mir sind die empfohlen worden von ganz vielen Leuten. Ich glaube, ich habe als Kind mal früher so eine Zimtsachen gegessen. So, ich will mal gucken, ob das lecker ist. Ich bin mir nicht sicher, aber gut. Schmecken super natürlich nach Zimt. Überhaupt nicht so süß. Sehr lecker. Ich finde sie ein bisschen hart. Schmeckt sehr knackig. Ja, echt lecker. Gute Empfehlung von Freunden. Ist für mich aber kein Frühstück. In dem Sinne. Ich würde es eher essen, so als Süßigkeit. Es ist nicht so süß. Und es schmeckt echt gut. Aber ich glaube, ich bin nicht so der Cereal-Typ am Morgen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal vom Stall komme und richtig Heißhunger habe und dann manchmal auch kochen möchte und ich hasse es mit Hunger zu kochen, das geht für mich gar nicht, dann kann ich mir vorstellen, so eine kleine Schale, diese Zimtdinger und dann in Ruhe kochen. Ne? Dann hat man so ein bisschen was gegessen, hat auch so ein bisschen Zucker. Und würde ich auch empfehlen, die sind auch glutenfrei, keto-friendly. Kann man mal machen. Ich finde die nicht so günstig. Die haben jetzt $10,99 gekostet. Für 567 Gramm kann man mal machen, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich springe ein Quadrat vor Freude. Ich bin gespannt, wie dann die Bars werden gleich. So sieht es hier aus. In Liner überall. So, die Pflanzen, die haben heute Nacht in der Garage übernachtet, weil wenn die Temperaturen so unter 10 Grad gehen und so 5 Grad, das finde ich wirklich noch zu kalt. Und schaut mal, das ist sich schon richtig gut gekommen. Da wächst überall schon was. Die Tagessonne ist schon richtig warm. Und ich finde, das sieht schon richtig gut aus für die Anfänge.
Da wächst überall was und hier wächst auch schon was. Und der Thymian, der kommt sich richtig gut. Ich bin sehr, sehr überrascht. Und die Pfefferminze aus dem letzten Jahr sprießt wieder hoch, die Zitronenmelisse. Und ja, was ist das eigentlich? Auch Minze. Setzt sich irgendwie auch durch. Und zwischendurch habe ich hier noch ein paar andere Kräuter gepflanzt. Und das werde ich jetzt alles wieder rausstellen. Heute wird es zwar nicht so sonnig, aber Tageslicht ist ja auch immer gut. Hier ist die Sonne halt auch schon richtig warm und ich denke, das wird schon werden. Das ist ja erst der Anfang. Und wenn man anfängt, sieht alles immer ein bisschen trostlos aus und man weiß immer nicht, ob das was wird. Aber schaut mal, auf jeden Fall würde ich sagen. Und ich muss auch sagen, ich denke nicht, dass ich so einen grünen Daumen habe, aber ich mache es einfach und ich bin mit den Resultaten total zufrieden bisher. Also wer denkt, das ist unheimlich schwer und man kann das nicht und es wird alles nichts, probiert es einfach klein aus. Ich bin da auch noch total am Anfang, aber ich bin schon zufrieden, wenn ich meine eigenen Kräuter habe oder meine eigenen Salate. Und dieses Klima ist ideal, um was anzubauen. Und wenn ich Jahr für Jahr etwas dazulernen kann, bin ich total zufrieden. Dieses Jahr werde ich zum ersten Mal Melonen pflanzen, bin ich auch super gespannt. Und da habe ich mir auch einen Topf für zugelegt. Und heute werde ich meinen Greenstalk auch zu Ende machen, bin ich noch nicht so zugekommen. Letztes Jahr war ich pseudo zufrieden. Ich hätte mal die Erde wieder rausholen sollen, weil ich habe eine falsche Erde verwendet. Ich habe Gartenerde verwendet und man muss da auch, wie heißt das, hier Kübelerde nehmen. Ich wollte letztes Jahr noch Reste verwerten, die wir da hatten. Das war keine gute Idee. Deswegen war die Ausbeute letztes Jahr aus dem Ding recht spärlich. Aber ich kenne viele Leute, die super zufrieden sind, weil man eben dann auch vertikal halt was pflanzen kann. Und solange es super kalt ist nachts und solange wir draußen noch manchmal Frost haben, wird das Ding dann in der Garage bleiben. Ich kann das Tor dann eben gut öffnen. So muss ich das Ding nicht immer hin und her transportieren, weil es hat keine Rollen und ist super schwer mit Erde. Das werde ich mal versuchen, weil unsere Garage, wenn wir das Tor zumachen, ist super warm. Das ist echt ein Vorteil, wenn man so ein bisschen drin was aufbewahren kann. Im Haus und in der Wohnung finde ich es immer so ein bisschen müßig, weil es steht überall rum. Ich habe jetzt in der Küche auch nicht so viel Platz und die Hunde sind sehr interessiert an Pflanzen. Kann ich verstehen, riecht ja auch gut und deswegen ist es besser, wenn ich so Hunde, Pflanzen alles so ein bisschen trenne. Ich wünsche euch einen frohen Sonntag. Ich bin hier gerade unterwegs mit der lieben Ellie. Ich bin an meinem Lieblingsplatz. Und wir machen jetzt hier vielleicht ein kleines Picknick gleich. Ich bin heute alleine unterwegs, mal wieder. Aber richtig schön. Komm Ellie, wir gucken mal, was da abgeht. Und ich bin jetzt hier einmal um den See getöltet. Und ich werde gleich noch eine Runde einlegen. Der Park ist heute richtig toll. Es hat ja vor ein paar Tagen so richtig doll geregnet. Dafür sind die Wege echt gut. Und ich reite jetzt da hinten wieder rum. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Ihr seid ja schon fast durch mit dem Sonntag. Wir sind noch mitten dabei. Und wenn ich wiederkomme, mache ich das Video fertig für euch. Das habe ich nämlich schon fast fertig, aber da fehlt noch eine Sequenz. Wollte ich noch einfügen. Und liebe Grüße von Ellie. Ne, Ellie? Ellie sagt, wann kriege ich meine Möhre? Du kriegst später deine Möhre. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Lay my troubles to rest. Blow the smoke. Es wird jetzt langsam super kalt hier, deswegen muss ich meine Pflanzen jetzt reinholen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage Tschüss und mua, liebste Grüße nach Deutschland und natürlich auch in den Rest der Welt.